Kennt ihr Tim Kellner? Ehemaliger Polizist und Soldat und inzwischen als Love Priest auf YouTube auch mega erfolgreich. Und der hat so eine Parodie auf die Annalena Baerbock gemacht und hat sie dort als Scheißhausexpertin tituliert, weil sie irgendwann mal was über irgendwelche Toilettenhäuser gesagt hat. Jetzt hat er einen Strafbefehl bekommen. Und zwar hat ein Gericht ihn verurteilt zu 8 Monaten bedingter Haft, die ausgesetzt wurden zu 3 Jahren auf Bewährung. Da habe ich mir gedacht, hey, da war doch irgendwann mal was mit dem Jan Böhmermann und dem Christian Lindner. Und ich habe recherchiert. Und genau, der hat nämlich auch mal den Christian Lindner mit einem RAF-Terroristen verglichen. Und wisst ihr, was passiert ist? Gar nichts. Der arbeitet natürlich aber auch fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen. Eine Umfrage des MDR hat ergeben, dass jeder Zweite in Deutschland sich schon gar nicht mehr traut, seine Meinung zu sagen. Ist es nicht unfassbar traurig?